Und wieder einmal hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Sudeki. Ja, wir haben jetzt im letzten Part die zwei Perlen hier eingesetzt und eingesammelt. Natürlich in der Reihenfolge, wir haben sie natürlich zuerst eingesetzt, ohne sie vorher zu haben. Was für ein Schwachsinn, wir haben sie natürlich vorher eingesammelt und dann eingesetzt. Und wir haben keine FP mehr. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall mal ein bisschen damit achtsam sein mit unseren ganzen Tränken, dass wir die nicht einfach so immer rausballern. Und nächste Sache natürlich, wir sollten jetzt ebenfalls darauf aufpassen, wie wir vor allem kämpfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir nehmen lieber Mabuki, denn die ist ja im Nahkampf eigentlich ganz gut. Wir können es ja nicht jedes Mal immer wieder mit irgendwelchen FPs immer pushen, was natürlich geht. Aber wir können jetzt auf die andere Seite herumgehen. Wir werden so oder so wieder im Kampf kommen. Das brauchen wir keiner erklären hier. Oder wir schaffen es auch so ohne. Ah, wir haben es so geschafft. Ein Weltwunder ist geschehen. Und wo führt uns jetzt dieser Tunnel hin? In den Schlund. Und Grund von der Meerjungfrau, von der Sirene. Frühere Opfer der Sirene. Nichts außer Knochen. Und auch die halten sie. Die hatten sie auch noch ausgesaugt. Muss aber jemand mächtig Hunger gehabt haben. Okay, die Kiste ist auch schon mal weg. Okay. Oh, wir können auch mal überprüfen. Diese zerbrochene Keramik stammen offensichtlich von einer sehr alten Rasse von Fischmännchen und sind übersät mit Meeresbildern. Also ich sehe da keine Meeresbilder, ich sehe da ganz normal nur... Ich sehe nur komplett Flaschen. Ah, hier ist eine große... Okay, jetzt gehen wir durch. Okay. Oh, hier können wir speichern. Hier geht's runter. Also wir gehen erstmal nach links hier. Machen erstmal wieder einen schönen Roundhouse-Kick. Zweiter Roundhouse-Kick. Rep to Follow-Haut. Okay. Und was noch? Und irgendwas anderes, was wir leider nicht lesen konnten. Gespeicherte Spiele suchen. Grotte speichern. Yeah. Männchen von Sudeki, bitte warten. Okay, dann gehen wir mal die Wendeltreppe hier runter. Oh, es war aber eine kleine Weg hier nach unten. Ja. Okay. You will sing for the last time today. Mo will protect me. You smell of cat. Taste my breath. Oh nein. Oh, wir sind mit einem alleine. I am the siren. My song makes fools of men and sounds the death knell to the hearts. Okay, wir sind jetzt alleine mit Eilish gegen diese, keine Ahnung. Oh, guck mal, hier sehen wir schon mal. Wir gehen mal lieber hier aus dem Weg. Au, 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 au. Hat sie uns erwischt? Ich glaube, sie hat uns erwischt, oder? Au, au, ich weiß gar nicht, wie man hier irgendwas macht jetzt. Das ist ganz bescheiden hier gerade alles. Okay, sie kommt jetzt hier gleich raus. Und ausweichen. Alles klar. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt so langsam raus. Oder so halbwegs jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringen würde, wenn wir auf einmal Mo herbeirufen. Ach nee, nicht Mo. Aber generell jetzt den Typen. Jum. Au, scheiße, die hat uns wieder erwischt. Autsch. Ah, geil, kritischer Treffer. Jetzt sagen wir, wir heilen uns auf jeden Fall wieder. So, da kommt sie wieder als nächstes. Jum, und wieder 532. Au, wir laufen aber auch immer wieder direkt rein, das gibt's doch gar nicht. Ah, wir haben irgendwie so ein Talent dafür, wir ziehen irgendwie... Leider irgendwie immer
den ganzen Ärger auf uns. Ah, daneben. Ich wollte doch nur auf deinen Kopf zielen. Ah, ich wusste vorhin und dann war es wieder richtig. Ah, au, aua. Ah. Scheiße, die wird ja immer aggressiver, die Frau. Ah. Diesmal nicht Fräulein. Fräulein von The Blotz. Ah, da kommt's als nächstes. Günni, wer ist denn das? Ja, ich will nur Fräulein von The Blotz meinen neuen Wagen zeigen. Ah, scheiße. Schmierlappen und du machst das wieder in Ordnung. Sorry, aber das kam mir gerade irgendwie so voll wieder. Werner. Das ist doch einfach mal mega geil. Oha! Oha! Ah! Alter, die wird mega aggressiv. Ich sag's euch, die wird richtig aggressiv, die Frau gerade. Können wir irgendwas machen? Himmelskreis schleudert ein Geschoss heiligen Lichts auf... Oha. Aha. Himmelskreis Feuerkugel. Ach ja, versuchen wir einfach mal. Schauen wir mal, wie viel das abzieht. Ja. What? So wenig? Oh, 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 oh. Au. Au. Scheiße. Ja, ja, du lebst aber noch. Das ist ganz gut so. Und ich sag noch ein letztes Mal. Wir sollten aufpassen, dass wir einfach ein bisschen mehr... Lad nach! Lad nach! Und wieder nach rechts. Ah, oh, ins Gesicht! Und ein! Ausweichen! Ah! Scheiße! Ah! Wo kommen sie jetzt als nächstes? Von dort. Alles klar. Hätte mich vielleicht von Anfang an so gemacht. Okay, wie man sieht, das bringt hier fast gar nichts. Der komische Schockstab auch nicht. Das war der Bartholit oder so, wie der heißt. Also ich glaube, der hieß wirklich Bartholit. Ist hier immer noch verlangsamt? Ne, ist sie leider nicht. Achso, das war noch vom alten Angriff. Ich wollte gerade sagen, was? Die Waffe macht nur 27. Bisschen mickrig, oder? Lad nach den Stab. Ich weiß nicht, ob wir immer noch den Bartholit gerade in der Hand haben. Ich glaube ja, oder? Oha, das war auf jeden Fall ein kritischer, Wir brauchen jetzt noch zweimal auf sie schießen. Und das ist die Geschichte gewesen mit Fräulein... von The Blotz. Vielleicht doch. Und noch einmal. Jawoll! Die haben sie. Plop. Entzauberungsrolle erhalten. Aha. Schauen wir mal nach, was das am besten ist. Nächster Level. Tja, Fräulein Blonde Fotz. Das war's mit dir. Hui. Okay, wir gehen hier rüber. Aber ich möchte ganz kurz gucken. Erstmal Verstärkung. Oh, wir haben zwei Verstärkungen. Aktuelle Gesundheit auf jeden Fall noch einmal hoch. Kraft oder Energie? Was meint ihr? Oder Fertigkeit? Ich würde sagen Fertigkeit. Wir als Hexe brauchen auf jeden Fall viel Fertigkeit. So. Wertgegenstände. Marksaugerrolle. Mark... Verdampfer war das, glaube ich. Genau, die Schriftler hätte. Sie hebt mit einer Schaufel und treffe alle Magie beim Gegner auf. Nee, würde ich niemals machen, wenn dann irgendwie nur was wirklich unsere Waffen aufwertet, aber noch nicht was vom anderen irgendwie was den Buff aufhebt oder so. Nee. Oh, was war denn jetzt? Warum ist sie denn ohnmächtig mit offenen Augen?
He had me confused, my brother. I don't kill for amusement. I still serve Cyan time. We'll take them back to the Citadel for interrogation, and then Caprine can decide what needs to be done. Hey. At least now we can be sure that the Eclorian crystal is safe in our hands. I'm sorry, Kazel. I didn't mean anything by that. Whatever. Talos is no longer part of my family. The less said, the better. Let's get back to the Citadel before they wake up. Aha. Okay, was haben wir jetzt für eine Rüstung bekommen? Ja, okay, doch. Ein bisschen sieht man schon. Zum Beispiel an den Armen, die Krallen und hinten die Schulter. Also an den Schultern. Doch, doch, doch. Sieht ganz gut aus. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Rüstplatz mehr. Okay. Also er weiß wohl, was wir zu tun haben. Das ist gut. Aelish und Buki have been taken to a place called Scientine. We've got to catch up with them now. Auftrag aktualisiert. Okay, cool. Also wir müssen jetzt irgendwie nach Cynthia. Wir können keinen von denen mehr aufnehmen und wir haben volles Leben und volle FP. Sehr schön. Dann speichern wir am besten mal an der Stelle hier. Grotte. Meine Kiste Rep-to-Follow-Haut. Ich sehe nichts mehr, das Ding können wir eh nicht aufnehmen. Okay, dann gehen wir mal zu dieser komischen Stadt hin. Ist hier überhaupt der richtige Weg? Ja. Mist. Wir müssen hier lang, wirklich? Wir sind aber immer noch an den Tiefen der Grotten. Wundertrank mit mitgenommen zur Wiederherstellung aller FP. Bin gerade ein bisschen schnell, ich konnte es gerade nicht lesen. Wenn man sich einmal verliest, dann ist man sowas von aufgeschmissen. Jawohl, ein Kampf hier, endlich mal wieder. Schön mit Tal. Ah! Aua! Ah! Los, weich doch aus, du! Ah! Dürfen uns auf jeden Fall nicht mit denen treffen hier lassen. Oh, what? Wir haben uns doch eigentlich mit einem Schild geschildert. What? Okay, dann machen wir mal Tanz der Schwerter. Okay, machen wir einfach Tanz der Schwerter. Ne? Machen wir Tanz der Schwerter. Scheiße. Den konnten wir nicht mehr treffen, wirklich. Aber wenn wir einen schon mal weniger haben, dann... Ah. Jawohl, jawohl, noch einmal, jawohl, wir haben ihn, bevor er uns angreifen konnte. Und, oh ja, der wollte uns gerade wieder angreifen mit seinem komischen Giftblick. Ja, ich mache jetzt auch, wenn ich zur Arbeit muss. Zersmashed. Zersmashed. Stern, Sternschaufviole mitgenommen. Juhu. Und was ist denn hier? Och nö, hier ist irgendeine Verzauberung und da kommen wir nicht durch. Waren wir hier auch schon? Das ist gerade meine Frage. Wenn ja, dann haben wir so schlecht geguckt. Wir haben auch wirklich so schlecht. Ah, jetzt weiß ich gerade nicht. Och nö, ach nö, 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 nö. Das war doch nur ein Ausversehen. Das war doch nur ein Versehen. Und noch einmal angreifen. Aha, das, ja.
Oh, ah! Scheiße, Elko, ich rette dich. What? Da kommt schon der nächste wieder an hier. Ah ja, genau. Ah, scheiße. Ach nee, der hat jetzt ein Leben gemacht hier. Wutsch. Halt! Ah nee, jetzt hat er uns verlangsamt. Scheiße. Ja, noch einmal kritisch bitte. Noch einmal kritisch. Ah! Minus 600. Heilige Scheiße. Ach, scheiße. Ah, wir können auch von denen die Angriffe nicht blocken. Das ist wirklich... Oh, das ist so böse, wenn man nicht aufstehen kann. Oh, langsam geht aber auch nicht weg hier. Wir sollten uns überlegen, wenn er aufgestanden ist, einen HP, halt Schwäche. Das ist Schwäche und Fluch, halt alle negativen Magischen. Ja, macht ihn nur so bis zum Ende. Zustand Vergiftung. Ja, er will sich gerade aufrichten. Jetzt ist nur die Frage, wie schnell ist er? Weil er macht sich gleich wieder zum Angriff bereit. Mach hin, Tal. Nimm dein scheiß Elixier ein. Jetzt stehst du auch schon wieder. Au, 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 au. Wir müssen schnell zu ihm hin und helfen. Ja. Ach. Du musst nur wahrscheinlich hinter denen gehen, oder? Haha, man muss hinter denen gehen. Ach, was? Erzähl bloß. Haha. So easy. Okay, jetzt ist nur die Frage wirklich, wo müssen wir hin? Königlicher Trank mitgenommen. Elko sollte wirklich den Königentrank R zu sich nehmen. Königlicher Trank. Heilt alle HP und negativen magischen Zustände, ja. Zack. Na, wir haben eigentlich noch ganz gut. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist wirklich die Frage: Gehen wir hier hin oder. Dort. Ach nee, Quatsch. Dort sind wir ja. Nee, wartet mal, wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Hier sind wir doch rausgekommen, oder? Wo wir jetzt ja hier durchgekommen sind. Oder war das hier? Warte mal, hier sind wir durchgekommen und dann... Wartet mal, wir haben noch eine Karte, oder? Ich bin jetzt komplett bescheuert. Ach, wie schön, dass es dafür keine... Okay, ich glaube, wir müssen den gelben Pfeil folgen. Ich folge einfach mal den gelben Pfeil. Tief in der Grotte. Jetzt sag nicht, das war der Weg hier, wo wir gegangen sind. Nee, kann gar nicht sein. Wir sind ja hier runtergegangen. Und dann habe ich gesagt, oh, guck mal da. Hm, okay, hier ist irgendwie... was Rotes. Und dann... Och, nö. Hier waren wir wirklich? Sag mal, bin ich jetzt schon so bescheuert? Okay, also dann sind wir hier so hochgegangen. Habe ich gesagt, rechts? Okay, geht nicht lang. Also hier... Oh, nö. Okay, also das heißt, wir sollten auf jeden Fall nochmal in die Tiefen der Grotten gehen. Sollten wir nicht vergessen. Ja, das war so klar. Das gibt auf jeden Fall nochmal einen Kampf dafür. Nano-Verstärkung. Jawohl. Machen wir einfach einmal. Okay, time out. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, den haben wir schon mal? Oh, krass. Hydrenhaut mitgenommen. Bitte, bitte, bitte. Oh, 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 oh. Oh, 1320? Warum haben wir dann so viel Schaden gemacht? Das ist ja krass. ...660... Heilige Scheiße. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Schaden machen gerade hier. Jetzt gehen wir dann den Weg hier. Genau, den Weg, weil den anderen Weg können wir jetzt gerade nicht gehen, weil wir leider nicht Eilish dabei haben. Ah, ist das blöd. Wir müssen uns nur den Weg so ein bisschen merken. Tief in der Grotte. Das
gefällt mir zwar gerade selber auch nicht, aber dat mut. Kann ja sein, dass da irgendwie ein Totem oder so drin ist. Schimmelgetränk mitgenommen. 200 HP, 50 FP. Gut. Oh, da ist eine Kiste. Alright. 250 Gulden. Das ist gut. Das bringt uns viel. Ist dann immerhin schon mal ein paar Tränke. Oder eine neue Waffe für Elko. Schimmelgetränk. Macht nochmal so ein komischer Schimmergetränk. Schimmergetränk, da ist es ja. Heilt 200 HP und 50 FP. Ja, machen wir doch mal. Immerhin 50 FP dafür. Upp. Oh, da habe ich gerade eine Nachricht oder YouTube-Nachricht bekommen. Oder WhatsApp oder Twitter oder... Facebook bin ich nicht angemeldet. Also, ich habe Facebook, aber nicht in der... dass ich mich jetzt mit Facebook-App heruntergeladen habe auf mein Handy. Würde mein Handy ja nur noch klingeln. Oh, okay. Daran kann ich mich nicht erinnern. Oh, das ist auch ein anderer Abschnitt, wie ich gerade sehe. Okay. Heilende Tinktur mitgenommen. 2500 Fertigkeitsbalsam. Okay, schauen wir mal. Fertigkeitsbalsam. Fertigkeitsbalsam, fertig. Ich jetzt Trank. Fertigkeitssalbe habe ich nur, ja. Das ist ja mehr so ein Fertigkeitsbalsam. Habt ihr den gerade gesehen? Ich habe keinen gesehen. Mit lilanen kleinen... Da, fertig... Ach doch, natürlich. Stellt 100 FP wieder her. So, freu dich dran, ne? Jetzt machen wir hier einmal Saving. Oh, wow, 22 Minuten gerade schon, krasse Sache. Oh, da vibriert jetzt schon wieder mein Handy. Ja, jedenfalls, danke wieder fürs Zuschauen von Sudeki. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Hinterlasst doch irgendwie ein Like oder Kommentar. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall... kleiner Versprecher. dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und dann auf jeden Fall bis dann. Ciao.